So, la 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 la. Wusstest du, dass das Twilight Bastion of Twilight ein Zusatzboss auf Heroica? Nee, was war denn? Sinestra oder so. So ziemlich der härteste Encounter, den man so erwischen kann. Kurde, du musst mir helfen. Was Gott? Ich komme hier nicht mehr raus. Woraus? Ja, aus dem Waffenständer. Also, du weißt, dich verklemmt. Hä? WoW ist das so aufgebaut, dass man überall rauskommt? Nee, was glaubst du, warum es diese Ticket-Funktion gibt? Ich hänge fest. Ja, das für die Noobs, die es nicht gesehen haben. So, wo bist du denn? Du siehst mich auf der Map in diesem Shop. In Stormwind. In Stormwind, warte. Ja, ich werde nicht weglaufen, Kommissar. Das müssen wir uns angucken. Ich kann noch nicht mal meine Figur von außen sehen. First Person ist hier geforster. Oder? Und Leute gehen. Oh Gott, Happy Leveling, Leute, sind die vom Raid? Lass dich nicht, so nicht sehen, Scooby. Die unsichtbar. Oh nein, ist unsichtbar? You guys. Oh, ich stehe hier nur so. You guys. Aber so wie ich da stehe, steht bestimmt niemand. Du musst Screenshot davon machen, damit ich weiß, wie das aussieht. Das ist im Video gleich drin. Oh, das ist gut. Das einmal im Internet ist. Oh, nice. Der Typ geht raus und meine Unsichtbarkeit läuft aus. Perfekt. Da bin ich ja mal gespannt. Also kaum spiele ich Match, passieren mir so dumme Sachen wie Coder. Ja. Gut, dann bleiben nur Schaden von getragen. Er kann jetzt keine Klasse mehr normal spielen. Ja, totally funny, yeah, dude. Totally. Und wie ging das denn? Ich bin hier reingeblinzelt und da war ich hier drin plötzlich. Ich wollte schneller hin, um die Sachen zu reparieren. Kommandant. Nee, ich kann ja nicht mal springen. Kommst du hier rein? Mhm. Ja, so funny, guys. So freaking funny. Okay. Ich häng fest. Ah, ich bin raus. Oh, rausblinzen ist der Trick. Mhm. You guys, das kann ich bestimmt nochmal machen. Cool, du. Was für ein Zufall, denn das genau zu treffen? Zu kurz. Ich meine, ich bin ja so hochgerannt, weißt du? Bin noch gesprungen und zack, war ich weg. Das Fass sollte einen bestimmt aber schützen. An diesem Ding bin ich hängen geblieben. Das ist super safe eigentlich. Achso, ja, Ventrilo komm ich auch mal. Hätten mein Equipment schon wieder so gecrashed. Yo, you guys. Hi. Ja, ich komme da nicht rein. Jetzt komme ich hier nicht raus. Oh. Das ist eine Todesfalle. Da war ich eben auch. Da kommen wir mal raus. Wie denn? Oh, nee. Na, ich bin. Nice! Nee, dann, ich bin nur mit der Kamera rausgekommen. Hm. Ach, gut, dass man überall rausblinzeln kann. Danke, Kommissar. Also, wir müssen dieses Makro mal für Flammen, das glauben wir, irgendwie fixen. So, ich schreib dir mal, woran es lag, jetzt hab ich's weggemacht. Mhm.
lass dich einladen, willst du? Nein, ich werde nicht einladen, weil das ist okay. Oh Gott. Ich weiß das gar nicht. Battlegrounds, man. Muss ich aber. Ja, dann ist aber einer der ersten. Tja, das hättest du vielleicht sagen sollen, als die Diskussion war. Ich hab das heute nicht mitgekriegt. War das in dem Chat? Ja. Schon schon gemoved. Schon? Nino, jetzt kannst du vergessen, hör auf. Warum ist doch für die Zukunft das klären? Für die Zukunft ist es geklärt, es hätte jetzt geklärt werden müssen. Egal. Hey.
Hilfe. I can't hear you. Can't hear you either. But I can hear, well, I can see the button getting yellow, so I can see that you're talking, which means that, interference? Yeah. Should be able to talk. Check your input device. Yeah. Double side the money. Noise outside, be right back. Musik bei dir oder bei einem von Ventrilon? Das ist bei Vanessa in dem Kopfhörer. Well, as everyone's still getting ready, so. I'm gonna go have a cigarette. I'll be right back. Warum kann man denn jetzt rauchen? Three chicks fighting outside. Oh. Fun. No, not fun. Not for you. Not for me, especially since I got a sleeping kid in the bedroom, so when they're shouting outside, it makes more noise than when I talk. That's much an interference. True. Yeah, true. Gehen wir schon rein? Ich weiß nicht, wir wipen noch, ey. Ich kenne nicht mal die Taktik vom ersten Boss noch. Den haben wir auch noch nicht gemacht, okay? Okay, lass mich anders phrasieren. Ich kenne gar keine Taktik mehr. Tja. Oh, ich erinnere mich, dass wir hier waren. Wir haben ja auch nicht die ideale Besetzung, muss man sagen. Ja. Ich hätte gern diesen Oshai dabei. Ja, der war immer gut. Wayona? Wait a sec. Somehow you got global mute on you. Global mute? Which you should not have. Machst du ein Table? Ich mach ein Table. Dum 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 dum. Awesome. Weißt du, ich bin der einzige Mage, glaube ich. Das heißt, man kann meinen Damage nicht mit anderen vergleichen. Weißt du, ich bin der einzige Paladin, glaube ich. Ja. Das heißt, man kann Magie nicht wegwürfeln. Oh, Shittiness, ich würfel diese Schultern oder was das ist gegen zwei Druiden und Todesengel. Oh. Das ist schwul. Brust ist es und Schulter. Ne, nur Schulter, wir sind ja auf normal. Okay. Sorry, Vayona, that was my fault. When I was making you the admin account, I accidentally checked every box, and I shouldn't have checked one of them, which is mute globally at login. Sorry. So everybody can hear me now? Yes, nope. And nope. Everyone else will be muted while you are talking. Okay, set. Well, should be, according to the thingy. Motorboat. In a Stunde? Well, you're forgetting the fact that me, Sayona, and Dark Shaman can still globally mute you. Ouch.
Vanessa is totally pissed. And I own the server, so I can actually just shut the server down. But this... Ich glaube, ihr Heroic Run ist nicht so gut gelaufen, wie sie so behave. Weil die haben ja diese beiden Innis gemacht, ne? Also sie mit Vajona und ich weiß nicht, ob es mit Matt war. Glaube. Und Vajona wollte halt gucken, wie viel Damage sie so macht und so General Stuff, ne? Und sie kannte halt keine Tactics. Hätte, weiß nicht, ob sie ihm gesagt hat. Ich wusste ja nicht, dass es ein Serious Run war, das hat sie mir danach gesagt. Und die ist wohl ziemlich oft gestorben bei den Bossfights. Weil, nicht weil sie Aggro gezogen hat, sondern weil sie, die Taktik nicht gecheckt hat. Und ich glaube, vielleicht ist das einer der Gründe, warum wir Jona für diesen Raid hier Dimitri. Are we all ready? Besides Wolfgang. You get your vent to work? Oh. Das nimmt sie sich ein bisschen zu Herzen. Yep, my vent is working. It's Shannon totally pissed. It wasn't his fault. You remember when I made my account? Weil das ja auch eher auf uns. My user account? Weil wir sie nicht gerettet haben. When I couldn't speak, I did the same mistake with Sayona's account. Ich glaube, das hat sich alles überlappt. Weil Vajona hatte gerade geschrieben, dass, dass dieses Mal dieser Dimitri da mitkommt. Der ist, if you see a G in dem Moment, hast front du gefragt, of somebody's name on Ventrilo, then the person is global muted. Diamond. Die Gildenchat übersieht man auch immer so schnell, weil da so viel Müll gepostet wird. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte die andere Diskussion da irgendwie mitverfolgt. So pissed war sie dann nicht, ist einfach. Einfach Rampage spielen. Okay, whilst we wait for Wolf Bear, for those who haven't raided with us before, we'll just go over a few quick rules. Breaks are assigned by myself, raid leader. They are usually done just before a boss fight or after a certain period of time elapses, whichever happens first. And as always, when I am talking and explaining tactics, nobody else talk, please. Was? Niemand soll sprechen, wenn spricht. Hab ich da das macht das Ding automatisch? I have assigned everybody who can CC their marks, and if I need any extra CCs from other people, then I will let them know. Ja, das funktioniert technisch nicht, weil gerade mal zu Pro sind. Ja, ich weiß nicht, ob Vajona auch mit ihr noch. Also, der so richtig gesprochen hat, weiß ich nicht. Was da viel. Ja, Vajona ist ein netter Kerl, der wird doch eigentlich nicht so Rampage gehen. Hey there, Wolf. Aber Vanessa ist immer sehr leicht zu. Demotivieren? Ja. Naja, das. Ja. Vielleicht wäre sie einfach auch von der Schwierigkeit noch überrascht von den neuen Dungeons, weil ich finde, die Taktiken sind schon um eine gewisse Stufe schwerer als in den normalen Heroics. Ich finde, fair, ja. Und halt eigentlich schon Raid-Taktiken. Okay, I'm sure you can take out the trash without me. My mom's calling me real quick. I'll be right back. Yeah. Das wird er gesagt. Matt. Wie cool, wenn er unsere Videos guckt, dann fühlt er sich immer richtig krass angesprochen. Awesome. An dieser Stelle, hi Matt. Ja, hast du das gesagt? Ich weiß nicht, aber ist vielleicht so. Ich hab geschickt. So, jetzt ist es raus. Okay, mate. CC syrup.
Sagt mein Hemd. Oh Gott, sind da viele. Nicht in Panik haben. Nicht die Piastu. Heißt die Schamanen, das sieht so aus, als würden die einfach ihre DPS geschenkt kriegen. Das ist wie mit den Heals, ja. Wegen Schamanen haben wir alle was. Na? Irgendwas stimmt in meiner Hitchance nicht. Warum habe ich 2% weniger? Habe ich einen Debuff? Oder gib mir Deckung. Ich schieb den jetzt. Den da hinten? Nein, ne? Damit ist es unser Off-Tank, dieser Wolf-Bier. Ja, hat er gerade ziemlich viel gepult. Ja. Ja, was ist das? Being silenced. Ich frage mich, jetzt sind alle tot. Wie kann jetzt die ganze Zeit noch mein DPS-Meter immer wieder einen neuen als Top-DPS anzeigen? Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Fuck this game. Bist du eigentlich Feuer jetzt hier? Ich bin Feuer. Okay, Feuer und Flamme. Wenn später mal vielleicht will ich auch Frost PvE, weil es vielleicht cool ist. PvE, habe ich gesagt. Player vs. Environment. Environment? Hm, so schreibt man's. Oh, okay. Ja. Ich habe mir das hingesetzt, ich spreche jetzt alles aus, wie es geschrieben wird. Bin nicht müde. So. Und so splitte mal die Gruppen zu gewinnen. Okay. Okay, ja. Oh. Ach, da stimmt doch irgendwas nicht. Jetzt geht's hier gleich los. And CC away. CC is online.
Meint sie wollte eigentlich, dass wir auch nicht beim Raid mitmachen, wenn sie nicht mitmachen will? Ich weiß nicht. Sie hat danach in seinem Battleground angefangen. Ich weiß nicht. Move out of bed stuff. So, Hex hat schon mal 45 Sekunden Upgrading Zeit. Nice. Sehr positiv. Und das kann immer nur einer Hex sein. Kann es sein, dass mehrere gefeiert werden können, auch durch den Single Fear? Das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich, das steht da nicht drin. Dass nur ein Ziel sein kann. Beim Sheep steht es explizit, oder? Muss ich gleich mal gucken, dass sie explizit stehen. Kann ich dir nicht sagen.